Sie sind hier, 13. September 2018, 16.44 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Kylian Mbappé wäre einst fast beim FC Chelsea gelandet, stattdessen ging es für den Shootingstar über Monaco zu PSG Urheberrecht Getty Images. Kylian Mbappé zählt bereits zu den besten Spielern der Welt. Doch beinahe wäre er statt in Frankreich beim FC Chelsea gelandet. Ein Probetraining gibt den Ausschlag. Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé ist einer der begehrtesten Youngster. Immer wieder gab es in diesem Sommer Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid, dabei wurde erst in diesem Jahr der Wechsel des 19-Jährigen vom AS Monaco zu Paris Saint-Germain in einen permanenten Transfer umgewandelt. Gesamtumfang 180 Millionen Euro. Vor 6 Jahren hätte sich Mbappés Karriere auch in eine andere Richtung entwickeln können. Der damals 13-Jährige kickte zu dem Zeitpunkt noch beim Pariser Vorortclub AS Bondy, weckte aber schon dort das Interesse diverser Scouts. Auch der damalige Chelsea-Talentspieler Serge Daniel Boga bekam einen Tipp und arrangierte ein Probetraining für das Offensivjuwel an der Stamford Bridge. Anzeige, jetzt das neue PSG-Trikot kaufen. Hier geht es zum Shoppen. Mbappé zum Probetraining bei Chelsea, ich brachte ihn zusammen mit seiner Familie her. Er zeigte sich trickreich, so wie heute. Er spielte gegen Charlton und Chelsea gewann 7:0, sagte Boga zu Goal. Nach einer Woche bei den Blues teilten die Verantwortlichen Mbappé und seiner Familie mit: Wir schätzen, was wir gesehen haben, aber wir müssen dich nochmal für ein weiteres Probetraining einladen und danach werden wir sehen. Mama schreitet ein und macht Druck. Der Ivora Boga fungierte dabei als Übersetzer. Ich erinnere mich daran, was seine Mutter damals zu mir sagte: Hör zu, mein Junge kommt nicht wieder. Wenn sie ihn wollen, müssen sie ihn jetzt nehmen oder sie müssen in 5 Jahren wiederkommen und ihn für 50 Millionen Euro holen. Der Rest ist Geschichte, nur dass PSG statt 50 Millionen satte 180 Millionen Euro auf den Tisch legen musste. Sie wusste um die Qualität ihres Sohnes. Sie hatte recht, sagte Boga. Chelseas Zweifel hatten übrigens sportliche Gründe und hingen mit Mbappés nachlässigem Defensivverhalten zusammen. Er war sehr trickreich, aber in England wollten sie Spieler sehen, die auch zurücklaufen und hart arbeiten. Zu der Zeit war er kein harter Arbeiter. Wenn er den Ball hatte, war er unglaublich, aber ohne ihn hat er nicht viel gearbeitet. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.